Im heutigen Markeflüster, da wird es ein bisschen historisch, denn der Titel lautet München 1938 und der Handelsdeal. Und damit aller herzlichste Willkommen, meine Damen und Herren. Heute hat ein Analyst eine Analogie gezogen zwischen dem Münchner Abkommen aus dem Jahr 1938 und dem gestern unterzeichneten Phase-1-Deal. Vielleicht ein kurzer Rückblick auf München 1938. Damals ging es um das Sudetenland. Hitler wollte das ins Deutsche Reich heimholen sozusagen, hat da Aufstände provoziert. Und dann kam es in München zu einer Konferenz mit England, Frankreich und Italien. Und die Alliierten oder die späteren Alliierten haben schlichtweg dann das Sudetenland den Deutschen zugesprochen, Hitler zugesprochen, dem Deutschen Reich zugesprochen. Und alle Welt dachte, Mensch, das ist ja ein Riesensieg für Hitler und die Deutschen. Die anderen wie Chamberlain, der britische Premier, waren froh, dass man den Krieg jetzt verhindert habe. Aber nur ein Jahr später ist Hitler dann einmarschiert in die Reste Tschechei und kurz danach kam es dann zum Ausbruch des Weltkrieges. Man hatte also geglaubt, München 1938, dass der Krieg verhindert worden sei. Dabei war er nur kurz aufgeschoben und eben diese Analogie jetzt zum Phase-1-Deal. Wir haben eine Unterbrechung des Handelskriegs, wir haben eine Unterbrechung dieser, naja, wahrscheinlich das 21. Jahrhundert prägenden Auseinandersetzung zwischen dem platzhirschen USA und dem aufstrebenden Konkurrenten China. Und wir werden wahrscheinlich die Sache ebenso jetzt haben, dass beide Seiten sagen, naja, guckst du, wir haben den Handelskrieg jetzt verhindert oder wir haben ihn beendet. Aber faktisch wird die Geschichte so laufen, dass beide weiter aufrüsten gegeneinander. Die Chinesen werden ihre Technologie weiter voranbringen, um technologisch unabhängiger zu sein. Wir haben faktisch ja eine Aufspaltung. Das, was ein Historiker, nämlich Neil Ferguson, als Chimerica genannt hat, diese enge Anbindung zwischen China und USA zu gegenseitigem Nutzen, nämlich die Chinesen produzieren und die Amerikaner konsumieren, die Chinesen geben Kredit, die Amerikaner nehmen Kredite, das wird erstmal der Vergangenheit angehören und es wird Erdbeben geben. Es ist eine Frage der Zeit, so meine Prognose. Aber genug mit der Historie. Schauen wir uns einmal ein paar Dinge an, die heute am Markt der Fall sind, die heute wichtig sind. Da will ich mal so ein paar Schlaglichter werfen. Zum Beispiel auf das Geschehen, das wir haben hier mit der FED. Die FED hat heute alleine das Volumen in den Repo-Markt gepumpt, was der Phase-1-Deal vorsieht für die chinesischen Käufe von US-Produkten für das gesamte Jahr 2020. Das zeigt so ein bisschen die Relation. Die FED pumpt mal eben heute am 16.01. über 70 Milliarden Dollar in den Markt. Das ist das gesamte Volumen, das die Chinesen von den USA kaufen sollen, müssen, dürfen im Jahr 2020. Das zeigt eben, wie hier wirklich die Relation ist, wie groß dieser historische, angeblich historische Deal denn wirklich ist. Wir haben dann Zahlen gesehen heute auch aus den USA, die waren ausnahmsweise mal gut. Einzelhandelsumsätze zwar in der Headline wie erwartet, aber ohne Autos wäre das besser gewesen. Besserer Filifet-Index, auch sehr gute Erstanträge, aber gleichwohl haben wir auch Krisenzeichen aus den USA. Wir haben eine sogenannte Freight Recession, also eine Frachtrezession, denn der Cass Freight Index, der ist tief im Minus, fast 10% gefallen im Dezember zum Vorjahresmonat. Und das geht jetzt schon einige Zeit so. Das ganze Jahr 2019 ist da im Grunde Rezession. Das ist alle Fracht, die per Schiff, per Flugzeug, per Eisenbahn mit Lastwagen transportiert wird. Also das ist schon eine ganze Menge, was hier sozusagen das gesamte Transportvolumen innerhalb der USA betrifft. Und hier sehen wir, dass die Dinge rückläufig sind. Wir haben auf der anderen Seite vielleicht eine interessante Statistik oder interessante Tweets, die zeigen, was es zum Beispiel hier los ist im defensiven Bereich am Markt. Wir haben ja praktisch eine Technologieblase, kann man sagen, Kurs-Gewinn-Verhältnis um und bei 30, sogar mehr. Aber interessant ist, dass defensive Sektoren jetzt ausgebrochen sind, nämlich Utilities, also Versorger, eher konservative defensive Werte und Consumer Staples, das sind Dinge des täglichen Bedarfs, Windeln zum Beispiel, ja, die brauche ich täglich, meine Damen und Herren. Ja. Dementsprechend sehen wir hier, dass defensive Sektoren sehr, sehr gut laufen. Wir haben interessanterweise von Tesla, dieser Highflyer-Aktie, die aber heute auch wieder ein bisschen unter Druck ist, da haben sich die Verkäufe in Kalifornien von Teslas fast halbiert.
um 46,5% gefallen. Und Tesla ist ja so ein bisschen das Kalifornien ist ja so ein bisschen das Eldorado für Tesla. Auch hier sehen wir, dass die Dinge vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Wir haben dann jetzt eine Analyse, dass die ausgefallenen Flüge, über 130.000 Flüge sind bisher ausgefallen, die eigentlich mit der 737 MAX stattfinden sollten. Alleine in den USA sind das 30 Millionen Flugsitze, aber eine Boeing-Aktie steht nach wie vor relativ gut da. Wir haben in Sachen Handelskrieg Erstaunliches, nämlich dass Sojabohnen weiter fallen, trotz des Phase-1-Deals. Man könnte ja vermuten, dass hier die Preise weiter nach oben schießen. Insgesamt sind Commodities, sind also Rohstoffe, so günstig bewertet im Vergleich zum Dow Jones wie seit dem Jahr, was ist das, 1933 nicht mehr, also auch 1938 ganz in der Nähe. Da kommen wir wieder sozusagen zum Thema. Also wir sehen, da gibt es schon extreme Dinge am Markt. Wir haben hier dies schon gesehen. Wir haben dann zum Beispiel auch interessanterweise die Anordnung, die von Trump wohl kommt, um Mike Bloomberg zu schaden, seinem potenziellen Konkurrenten, Herausforderer, der ja für die Demokraten antritt und Chef von Bloomberg, diesem Finanzunternehmen ist. Und hier ist es jetzt so, dass wenn amerikanische Daten veröffentlicht werden, wie zum Beispiel die US-Arbeitsmarktdaten, dann durften ja ausgewählte Journalisten eine halbe Stunde früher haben die schon diese Daten erfahren, aber die konnten ganz entspannt ihre Smartphones und ihre Computer mitnehmen und dementsprechend Laptops, und dementsprechend gab es das eine oder andere Mal, vielleicht sogar öfter, wurden da Daten im Vorfeld schon geleakt, die dann vor allem für High-Frequency-Trader sehr, sehr interessant waren. Also da ist sozusagen direkt mal was am Start, was hier Bloomberg schaden dürfte. Und insgesamt sehen wir, dass wir in den USA ein Lohnwachstum jetzt im Vorjahr hatten um 3%, aber die Kreditkartenschulden um 10% gewachsen sind. Und das ist sogar rückläufig, das Wachstum ist rückläufig im Vergleich zu den Vorjahren. Also die Schulden wachsen auch hier deutlich schneller als die Löhne. Insgesamt gilt ja seit der Finanzkrise, die Schulden wachsen deutlich schneller als die Wirtschaft. Das ist das große Problem. Gleichwohl die Aktienmärkte heute in den USA vor allem wieder mit neuen Allzeithochs. Wollen wir uns gleich hier mal anschauen. Hier sehen wir den Nasdaq 100, der über die 9100er Marke gestiegen ist. Die Charts von Capital.com. Wir sehen den Dow Jones, der es geschafft hat, jetzt auf 29.200 Punkte. Wir sehen den S&P 500, der erstmals jetzt die 3.300er Marke erklommen und überwunden hat. Nur der deutsche DAX, der hält sich so einigermaßen bescheiden, jetzt bei 13.440. Der macht irgendwie nichts draus. 160 Pünktchen sind wir jetzt noch entfernt vom Allzeithoch beim deutschen Leitindex. Wir sehen, dass der Euro ein bisschen runtergekommen ist, nachdem er heute zunächst stark war, mal mit über 1,1170. Wir sehen Gold. Wenn es denn kommt, kommt es noch. Ja, sonst machen wir was anderes. Wenn das Gold jetzt nicht kommt, da ist es. Kaum wart's der Stund, schon kommt das Gold, gell? 1551 und das amerikanische Crude Oil. Da muss ich jetzt mal ein bisschen resoluter drauf ditchen. Dann kommt es bestimmt auch irgendwann. Jedenfalls ist das einigermaßen weiter unter Druck. Wenn es nicht kommt, dann sind wir knapp über der 58er Marke. Ansonsten, da ist es ja, schau her, 58,69 $, zuletzt jetzt etwas gestiegen. Also München 1938, hier das Siegestor in München, Leopoldstrasse und so weiter, sehen Sie hier. Das ist vielleicht eine gar nicht so uninteressante Analogie, denn Deutschland damals aufstrebend schien sozusagen die kommende Weltmacht zu werden, wurde dann aber im Zweiten Weltkrieg entscheidend geschlagen. Das steht China noch bevor, man strebt auf und wird aber wohl von den USA noch länger im Zaum gehalten. Jedenfalls ist diese Analogie sehr interessant, finde ich, zwischen München 1938 und dem gestern unterzeichneten Handelsdeal. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.